Es wird wohl noch sehr viel Wasser die Donau entlang und nach unten fließen, bis die Hundebox-Causa restlos geklärt ist. Die Staatsanwaltschaft Krems, die hat am Donnerstag bekannt gegeben, dass neue Ermittlungen aufgenommen werden, und zwar gegen zwei Personen aus Weidhofen an der Theia. Es handelt sich hierbei um jene zwei Sozialarbeiter, die immer wieder nach dem 12-Jährigen, der so schrecklich misshandelt wurde, geschaut haben oder dies auch nicht getan haben. Wegen Amtsmissbrauchs nach 302 StGB wird ermittelt, ein Delikt, das einen Strafrahmen von einem halben Jahr bis zu 5 Jahren Haft auch vorsieht bei einer Verurteilung. Die Mutter des Buben, die wurde ja vor wenigen Wochen ebenso schuldig gesprochen wie auch die damals und einst beste Freundin der Mutter. Beide haben lange Haftstrafen von 20 bzw. 14 Jahren bei den Geschworenen ausgefasst. Ob auch tatsächlich Anklage gegen die zwei Sozialarbeiter, für die die Unschuldsvermutung gilt, erhoben wird, ist noch unklar.